Wenn deine Gedanken nicht festheben, verschwindet sie. Ich habe gelernt, dass sie für immer bleiben. Das sind schwierige Zeiten. Darum schreibe ich die Ziele Seite für Seite wie Nachrichten schreiben. Es ist eine weite Reise, reinige mein Geist. Keiner weiß, wer ich bin, geschweige wie ich heiß. Meine wahre Identität behalte ich geheim. Bleib meinem Kodex treu wie ein Samurai. Elegant, schlank, gewandt, ich lenke die Macht mit einer Hand. Ich spiele mit dem Sand, wie es keiner kann. Versende wichtige Botschaft nach Coruscant. Wir leben in der Merlin-Welt wie auch noch dazumals. Benutze Zauberkraft, ein Auge schwach, das andere schlaft, das eine löst das andere ab. Meditationsphase gibt dir eine Art, komm nicht ab vom wegweisenden Pfad. Tauche ab in die Meditationsphase, komme wieder zurück zu mir, wie nach einer langen Reise. Wie nach einer langen Reise. Tauche ab in die Meditationsphase, komme wieder zurück zu mir, wie nach einer langen Reise. Wie nach einer langen Reise. Während der Geist tobt und schreit, bleibt die Mimik erstarrt zu Stein. Der Mund verschmiedet, schweigt, belassen das Alte beim Alten. Stets voranschreiten, um sich neu zu entfalten. Bricht den Zweig der Zweigen, lass Liebe rein, wo Hass sich verbreitet. Sei weise im Geist, ein gutes Herz wird stets von Verständnis und Demut begleitet. Kommt zur Ruhe, wenn ein Sturm sich auftut. Geduld ist eine wohltuende Tugend. Lernt sie zu nutzen in Zeiten von endlosen Fluten. Verkalten in kalten Nächten, an Ketten im Kerker gefesselt. Durch die Kräfte der dunklen Mächten, die dein Wesen beseelen und lenken. Sei achtsam, wenn sich aus Angst gespeiste Dämonen Gestaltenformen sich ringen um dich schmieden, bis dein Wesen sich schwarz formt. Lass beschmutztes verhunzen, trüb das Gewässer mit Gluten, damit nicht echtes, bereits getestetes endlich verätzt und weg ist. Halt mich verdeckt in düsteren Gewänder, bis es hell ist. Kämpfe mein Seelenhalb, mein Mosaik krümmen, den Farben strahlen sie astral. Wir können nicht glücklich werden, wenn wir unsere Illusionen der Wirklichkeit vorziehen. Die Wirklichkeit ist weder gut noch schlecht. Die Dinge sind, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Dies zu begreifen und zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Glück. Tauche ab in die Meditationsphase, komme wieder zurück zu mir, wie nach einer langen Reise. Nach einer langen Reise.